Herzlich willkommen. Heute fahren wir zu den Extern Steinen. Sie entstanden vor 70 Millionen Jahren. Sie befinden sich nähe Horn Bad Meinberg und Detmold. Der Parkplatz kostet aktuell 4 Euro pro Auto. Es gibt hier auch ein Restaurant mit vielen Sitzplätzen und ein paar Spielgeräte für Kinder. Steine sind etwas über 47 Meter hoch und es sollen sich schon vor 10.000 Jahren hier Menschen aufgehalten haben. Die Treppe links hoch führt zu einem Aussichtspunkt. Hier gibt es auch viele Wanderwege und auf den Schildern ist die genaue Bezeichnung angegeben. Da gibt es dann auch mal ein sehr schönes Biotop zu sehen. Von dieser Bank aus habe ich einen schönen Blick auf die Extern Steine.
Wir gehen einmal um den See herum. Um die extern Steine zu besteigen, zahlt man einen Eintritt von 4 Euro pro Person. Und hier ist das Kreuzabnahmerelief von ca. 1150 zu sehen. Eine verschlossene mittelalterliche Grottenanlage konnte ich hier gut mit meiner GoPro und dem fast 1 Meter langen Selfie-Stick gut anschauen. Hinten links ist übrigens noch ein Gang, den ich dann später von der anderen Seite noch zeigen werde. Jetzt geht es aber erst einmal den ersten Felsen hoch. Die Treppenstufen sollen um ca. 1663 entstanden sein. Ein Blick nach unten und man sieht die enorme Steigung der Treppen. Jetzt geht es weiter nach oben, über die wunderschöne Brücke, die sich dort befindet. Und dann geht es in die Höhenkammer mit Altarnische. Man vermutet, dass die Altarnische vor langer, langer Zeit von Mönchen gebaut wurde. Um diese Aufnahmen zu bekommen, hat mir wieder mein fast 1 Meter langes Selfie-Stick geholfen. Man kann hier gut den zweiten Felsen sehen, da werde ich natürlich auch noch hochgehen. Thank you.
Und hier hat man sich mit ein paar Münzen wohl etwas gewünscht. Und dann geht es auch schon wieder abwärts. Manchmal wird es etwas eng, wenn einem jemand entgegenkommt. Dies ist der zweite Aufgang und da schauen wir einmal in die Grottenanlage rein und zwar von der anderen Seite. Hier ist ein Durchgang zu der großen Grottenanlage. Jetzt geht es den zweiten Turm hoch, wo sich eine recht große Aussichtsplattform befindet. Eine wirklich sehr schöne Aussicht von hier oben. Dann ging es wieder nach unten. Obwohl wir an einem Werktag da waren, waren noch recht viele Leute unterwegs. So, wieder unten angekommen. Wir schauen uns jetzt noch das Felsengrab in einer Rundbogennische an. Auf dem Rückweg sehen wir noch dieses interessante Holzstück. Diese Menge an Holz soll hier in Lippe in 2 Minuten nachwachsen. Wir machen uns wieder auf den Rückweg. Ich hoffe, ihr habt viel Informationen erhalten und euch hat das Video gefallen. Lasst gerne einen Kommentar und einen Daumen hoch da. Vielleicht auch ein Abo, wenn ihr noch kein Abo habt. Ich würde mich sehr darüber freuen. Bleibt gesund und tschüss, bis zum nächsten Mal.